Stellen wir uns vor, ein Mensch hat die letzten 25 Jahre abgeschieden auf einer einsamen Insel verbracht. Ohne Zugang zu Internet, Fernsehen oder anderen Medien. Heute kehrt er zurück und läuft durch eine deutsche Fußgängerzone. Er wird vieles nicht verstehen. Was sind diese seltsamen, leuchtenden Dinger, auf die alle Menschen fortwährend starren? Viele vertraute Geschäfte gibt es nicht mehr. CD-Läden, Videotheken, manch kleine Buchhandlungen als markanteste Beispiele. Dafür wimmelt es nur so von gelben, braunen und blauen Kastenwagen. Leihfahrräder stehen in bunten Farben an einigen Straßenecken. Und der Cappuccino wird nicht mehr mit Sahne und Kakaopulver serviert, sondern mit Sojamilch und schnörkeligen Latteartbildern. Muss dafür aber in einer neuen Währung bezahlt werden, in der er statt 2 Mark gut 4 Euro kostet. Anschließend kommt unser Insulaner an den Platz, wo das städtische Theater und die Kunsthalle stehen. Schnell flüchtet er sich ins Foyer von einem der Häuser. Und der heimgekehrte Mensch kann durchatmen. Hier ist ihm die Welt wieder vertraut. Wenig Veränderung auszumachen. Er kann sich ohne Probleme zurechtfinden. Ja, selbst die Menschen im Gebäude sehen noch weitgehend genau so aus, wie er sie in Erinnerung hat. Meist älterer Generation und weniger bunt als in der Fußgängerzone vor dem Haus. Wie verändert sich unsere Gesellschaft aktuell? Und was bedeutet dies für die Rolle von Kunst und Kultur in der Gesellschaft? Wie sollte das Kulturmanagement reagieren? Was sind die größten Herausforderungen für Theater, Museen, Orchester, also die großen Institutionen der Hochkultur? Und womit sehen sich kleinere Initiativen, Akteurinnen der Sozio- oder Subkultur konfrontiert? Welche Chancen eröffnen sich auch? Wie können sinnvolle und stimmige Strategien entwickelt werden? Und meist noch schwieriger, wie können diese Strategien dann unter den Bedingungen meist knapper Ressourcen und vieler anderer Restriktionen umgesetzt werden? Für Kultureinrichtungen gibt es auf all diese Fragen keine einfachen Antworten. So groß auch die Sehnsucht nach klaren Handlungsanweisungen und einfachen Rezepten ist. Zu dynamisch ist der Wandel, zu unterschiedlich sind auch die lokalen Bedingungen, als dass Copy-and-Paste-Strategien funktionieren könnten. Wenig hilfreich ist es in jedem Fall, Digitalisierung nur technologisch zu begreifen. Beispielsweise allein darüber zu diskutieren, ob eine Einrichtung mit Google kooperieren soll oder nicht, ob sie auf Instagram und Snapchat präsent sein muss oder nicht, ob sie eine App anbieten soll oder nicht und so weiter. Diese Fragen sind alle relevant, aber immer erst in einem zweiten Schritt. Zunächst stellen sich durch die Digitalisierung noch einmal ganz neu die ganz großen Fragen. In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Welche Rolle soll darin unsere Einrichtung haben? Welche Ressource, welchen Wert können und möchten wir für unsere Stadt, unsere Region oder auch darüber hinaus darstellen? Welche Communities, welche Stakeholder möchten wir erreichen? Wie können wir sie am besten einbeziehen? Erst wenn ich diese Fragen beantworten kann, kann ich mich digitalen Technologien als Instrumenten bedienen, um meine strategischen Ziele zu erreichen. Anstatt mich durch jede neue digitale Entwicklung, jede neue Plattform und jeden neuen Hype treiben zu lassen. So unterschiedlich Kulturorganisationen sind, so unterschiedlich müssen auch die Antworten auf diese Fragen ausfallen. Und so unterschiedlich dann auch die digitalen Aktivitäten der Organisationen. Wofür die eine Einrichtung ein radikaler Wandel und eine weitgreifende Digitalisierung ein vielversprechender Weg sein kann, mag für eine andere ein sehr behutsames Vorgehen und ein weitgehender Fokus auf den analogen Raum richtig sein. Gemeinsam mit vielen Kolleginnen und Kollegen befassen wir uns am Institut KMM mit diesen und weiteren Fragen, die sich im Zusammenhang der vielfältigen gesellschaftlichen Veränderungen der Gegenwart für das Kulturmanagement stellen. Wie komplex das Themenfeld Digitalisierung für das Kulturmanagement ist, werden Ihnen die folgenden Videos noch weiter verdeutlichen. Einige Kolleginnen und Kollegen präsentieren Ihnen, in welch unterschiedlichen Feldern des Kulturmanagements Digitalisierung eine Rolle spielt. Sie gehen dabei auf Ihr jeweiliges Spezialfeld ein, in dem Sie sich besonders gut auskennen. Seien es beispielsweise das Urheberrecht, Storytelling, Journalismus oder aber auch das Museum, das Management von Ehrenamtlichen sowie auch die Herausforderungen, vor denen das Projektmanagement im Kulturalltag steht. Die Protagonistinnen und Protagonisten unserer Videoreihe stellen nicht nur dar, welche Herausforderungen und Chancen sich für ihr Thema ergeben, sondern geben auch einen Ausblick, wohin die Reise des Kulturmanagements in Bezug auf die digitale Transformation gehen kann. Wir möchten Sie heute einladen, uns auf dieser Reise zu begleiten.